Hallo, willkommen zu einem neuen Video der Firma Grodech GmbH. Ihr habt ja schon zwei Videos gesehen, wo es darum ging, Nitrat und Phosphat im Aquarium zu entziehen. Heute zeige ich euch noch eine andere Möglichkeit, das zu bewerkstelligen, und zwar mit unserem MAP, Makroalgenbrüter. Packen wir mal aus, gucken wir mal, was rauskommt. So. So, das ist der größte, wo wir haben. Das ist der MAP 220. So. Anschlüsse sind auch drin. Ja, wie funktioniert sowas? Also wie gesagt, wir haben ja schon mal zwei Videos gehabt, wie man den Nitrat und Phosphat reduzieren kann über flüssige Adsorber, zum Beispiel unser Remofos Liquid oder Remofos als Granulat, wo eben Phosphat reduziert. Über Biopellets mit dem Biopellet-Reaktor haben wir ja auch schon euch gezeigt. Und heute machen wir es mal anders, sozusagen oldschool, wie man es früher gemacht hat. Früher hat man ja Refugium hinter das Aquarium geklemmt, hat dann Algen kultiviert und die eben dann abgeerntet. Und das ist im Prinzip ein Refugium, wo man dann eben unter das Aquarium stellen kann. Ich mache es jetzt mal auf. Da sind oben Schrauben drin, so wo den zuhalten. Und ein kleiner Bajonett sozusagen. So. Das ist dann praktisch die Leuchteinheit. Das sind die LEDs, schon LED-Beleuchtung. Und hier sind dann praktisch die verschiedenen Etagen, wo man die Algen kultivieren kann. Also praktisch, ihr setzt hier eine Alge hin, die wird sich dann festmachen und wird sich vermehren. Von in der Mitte kriegt sie Licht und da wachsen eigentlich nicht bloß Algen drin, sondern auch kleine Krebstiere und sonstige Kleinstlebewesen und ja, Mysis und so Zeug. Jetzt mal wieder zusammen. Habt ihr jetzt gesehen? Ist ganz einfach. Also wie gesagt, die Algen rein. Das Ding rein. Dann die Leuchteinheit rein. Jetzt hier verdrehen und dann eben die Schrauben leicht anziehen. Also nicht mit Zange oder Schraubenzieher. Es reicht von Hand, leicht reicht. So. Kommt noch der Anschluss. Das ist praktisch der Einlass. Hier in den Schlauch ranmachen. Also so, wenn er da eine 1000 Liter Pumpe ranmacht, als Durchströmungspumpe, das ist vollkommen ausreichend. Die müssen ja jetzt nicht hier rumgewirbelt werden oder so. Die wollen einfach frisches Wasser und immer schön durchströmt werden. Also hier kommt das Wasser rein, strömt von unten gleich nach oben. Und oben ist wieder der Ablauf. Das könnt ihr dann frei ins Aquarium ablaufen lassen. So, schön rot. Rot mögen Algen, da wachsen sie besonders gut. Mach's nochmal schön auf. Sieht man praktisch. Das ist so eine Mischung aus roten und weißen LEDs. Fördert besonders das Wachstum. Und hier sieht man jetzt nochmal, hier oben ist der Ablauf. Haben wir ja vorher gesehen, oben hier geht das Wasser wieder raus. Und hier ist schon so ein kleines Sieb, dass die Algen hier nicht raus in das Loch reingehen und den Abfluss verstopfen. Und wenn die Algen gewachsen sind, dann kann man die abernten. Praktisch, dann macht man das wieder auf. Holt bei den verschiedenen Bänken, die kann man die Algen abernten. Natürlich bloß ein Teil. Ein Teil müsst ihr drin lassen, sonst habt ihr werden sie sich nicht mehr vermehren. Und dann könnt ihr sie wegwerfen und somit den Nitrat und Phosphat aus dem Aquarium praktisch ausbringen und entsorgen. Oder ihr könnt dann einen Teil oder auch alles den Fischen füttern. Die Fische, die mögen das ja auch, Algen. Und, aber dann habt ihr halt den Nachteil oder Vorteil, ist jetzt immer die Frage, dass eben das Nitrat und Phosphat, das ihr vorher praktisch dem Wasser entzogen habt, wieder ins Aquarium einbringt.
So, das war's dann auch schon wieder. Kurz und knackig, wie immer. Wir versuchen jede Woche ein neues Video euch zu zeigen. Abonniert uns bei Facebook, Instagram und YouTube. Bei YouTube die blaue Glocke aktivieren. Und ansonsten schönen Tag noch und viel Spaß mit eurem Aquarium. Ciao!